Ich weiß, dass ich nicht erotisch bin, aber mich hindert das nicht daran, das zu tun, worauf ich Bock habe. So. Und darauf haben die Leute, haben sie dann runtergeschrieben, also die Ding, der die Bild, Bild. genau, hat dann runtergeschrieben, ja, aber wer genau möchte das denn sehen? Und dann stand daneben die Antwort schon. Tatsächlich überraschend viele hat der Drachenlord mit einem seiner Videos und doch bereits 10 Bildern schon über 10.000 Aufrufe. 100.000, 100.000 waren es, ne? 10.000. Ich Krass. habe jetzt mittlerweile, was habe ich denn momentan? Ich habe jetzt mittlerweile 1,1 Mille, 1,1.000, also 1.100 Abonnenten und ich habe 297.000, also knapp 300.000 Klicks. Und Das geht. Mit den Videos macht man ja nicht so viel. Das gilt für YouTube wie für PH auch. Ich hab in meiner Schulzeit habe ich ungefähr 20 Euro weniger Taschengeld gekriegt. Juno geht nach wie vor auch. Das sind meine paar hundert Euro im Monat habe ich trotzdem. ja, das ist ja klar, aber was ist denn jetzt, wenn die da mit dem Streaming-Scheiß da deinen Kopf ficken, Mann? Ich habe ja noch mehr als das. Das ist das, was die Leute. Das ist eines der Sachen, was die Leute immer sagen. Die meinen immer, du machst ja nur deine Streams und dein YouTube, aber dafür verdienst du doch nicht genug. Stimmt, damit verdiene ich nicht genug. Das andere Ich habe Milchgesicht. in meinem besten Monat, Hintergrund. ich habe in meinem besten Monat 3,5 gemacht. Welcher Lü-lü-lü, hier, Lü-lü-lü-Vogel. Lü-lü-lü-lü-lü-lü. Ist das bei dir? Bei wem ist der Vogel? Bei mir. Ist er bei dir? Ja. Ich schwöre, dann, oh, nein, nein, dann ist das sein Vogel. Aber hier, warte mal, die Steuer muss er ja auch von den 3,5 und noch von den 3.000 ein, oder sag mal, 3.000 muss er auch noch mal Steuern zahlen. Er Das hat ist auch was, was viele immer vergessen. sofort die Hälfte weg bei dir, oder? Bestimmt, oder? Du hast bestimmt So Spitzen. was, sowas, ja. Das ist halt das, was auch immer viele vergessen. Das sagen immer alle, ja, und das ist ja nicht alles. Ich bin ja selbstständig, das heißt Privatversicherung und. Die Leute vergessen immer, wenn man, die sagen immer, oh, der verdient 10.000 Euro im Monat. Aha, schon. Aber dazu kommt Steuer, Versicherung, dazu kommt dann noch mein Haus. Gut, Lebe, mein Haus ist ja lebe. sowieso. Also, pff. Also, Tarek, ich werde jetzt nicht sagen, dass du hässlich bist. Das kannst du Ablenkungsmanöver, alle sehr selber gut. hässlich bin ich, de ich denke nicht, dass ich hässlich bin, aber mein Gewicht reißt halt bei vielen was. Wo ist Das die zeige ich Perle, Mann? immer. Ich will die Perle sehen. Zeig mir diese Scheiße. Nein. Hol die Puppe hoch. Wo Nein. ist sie eingesperrt? Hochholen kann ich Wo sie eh ist sie nicht. eingesperrt? Warum? Weil ich sie runterholen müsste. Thorsten, ich liege im Bett mit dem Ist sie im Rollen. Speicher jetzt? Nein, oben. Die ist im Wohnzimmer, habe ich vorhin schon gesagt. Ist Wisst ihr, das. er will unbedingt, dass ich es mache, hört mir aber selber nicht zu, ne? Und er sagt aber, ich soll ihn ausreden lassen. Weißt Nee, aber ich dachte immer, du bist oben mit deinem Studio. Du bist doch jetzt. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile schon seit 2 Jahren nicht mehr, fast. Ja, Werden sorry. im Oktober oder was schon 2 Jahre? Oder im Wie August sogar sitzt schon. denn da? Ja, weiß ich ja nicht. Jetzt hol doch mal die Puppe, du bist ja immer aufgestanden für ein Treten, ja. Ich will mal Nein. sehen, wen du. Du bist nur eifersüchtig, dass die nachher auf mich steht, ne? Guck mal. Willst du haben? Willst du haben? Ich lass die Luft raus, pack Ja, sie ein und schick sie dir zu. auch viel zu eifersüchtig, hör da auf. Wir wollen die Puppe, also ich will die wirklich mal sehen. Ich will nicht diesen Porno Dann schau gucken. den Porno an. Nein, Alter, behindert Ey, ich dich. brauch Klicks, Mann. Ja, Ich brauch ja, Klicks, ich muss meine Miete zahlen. Also meine Steuer eigentlich und meine Versicherung und mein Haus und alles. ja. Ist Also es noch geh, schau das bezahlt? Video an. Nein, aber ist es nicht bezahlt, das Haus? Das Haus ist bezahlt, aber ich muss ja trotzdem Wasser, Steuer und so weiter, Grundsteuer und so weiter, musst du alles trotzdem zahlen. Ist ja nicht so, ist ja nicht so, wenn du das Haus gekauft hast und abbezahlt ist, dass du nichts mehr zu zahlen hast. Du musst ja trotzdem Wasser, Strom, Grundsteuer und so weiter zahlen. Also Was trotzdem im Haufen zu zahlen immer. noch? Nee, was noch? Was muss man noch zahlen? Wasser, Strom, Steuer, also Grundsteuer. Was noch? Versicherung. Naja, habe ich ja gesagt, Versicherung. Hat er ja nicht. Versicherung für. Hä? Freilich. Hausratversicherung, Brandversicherung, wobei die beim Hausrat mittlerweile dabei ist. Das ist klar. Einbruchsversicherung. Naja, Diebstahlversicherung oder irgendwie so heißt die. Ist in der Haftpflicht drin, ja. Was, Müllabfuhr, jawohl, Müll, da sagt Free vom Welt, ja. Aber es ist dir auch nicht eingefallen. Nee, Na ich also. hab ja, hallo, ich wohne in einem Zimmer, das ist ein Dann muss Zimmer. er trotzdem Müll geben. Müll muss er trotzdem zahlen. Müll Nee, zahlt er trotzdem. zahle ich nicht, zahle das Ist Zimmer. in der Mitte mit drin. Ist eine Miete mit drin? Bei mir zumindest Ihr ist eine alten Miete mit Bonzen, drin. Alter. Konter!
Total. Absolut. Hadouken. Wenn wir jetzt in der Welt von Seven Deadly Sins, hätte ich hier Konter total gemacht. Und dann wäre alles auf dich zurückgefallen. Drache, oder Rainer, also ich muss sagen, ich hoffe, das klappt mit deiner Stream-Philosophie. Jedenfalls bekommen. Befreie mich mal aus dem Discord. Und kann ich nicht befreien, weil du nicht gebannt bist. Hör mal, du verstehst, was ich meine, oder? Ja. Da willst du einfach nochmal mitteilen, oder? Du weißt ja, was ich meine, oder? Pass auf, ich schaue jetzt nochmal nach. Ich kann dir keine Anfrage schicken, weil ich deinen Namen nicht mehr habe. Ja. Und ich kann dich nicht entbannen, weil du nicht gebannt bist. Im Discord heiße ich jetzt so. Ja. Okay, das ist mein neuer fucking Discord-Name. Free Gummipuppe. Also, ich heiße Lachflat, genauso wie hier. Ja, aber du wirst anders geschrieben. Du bist ganz komisch geschrieben gewesen und weiß ich nicht mehr, wie das war. Schnitt, Mann. Ich habe das da jetzt geschrieben, keine Ahnung. So, ich habe ja auch eine Nummer, aber die werde ich jetzt bestimmt nicht sagen, weil diese Scheiße. Brauchst du ja auch nicht, aber ich habe ja. Mich kannst du nicht adden, weil ich habe was drinnen. Sonst hätte ich dir schon gesagt, weil sonst adden mich hier 10.000 Milliarden Leute. Ich sag, pass auf, Bro, wenn du mich weiter. Viel zu dünn und viel zu kurz, ne? Ich weiß, bei dir zu ist. Kurz das nicht unbedingt, aber zu dünn. Wie nicht zu kurz, aber du hast doch einen Riesendildo, hast du doch reingetan, oder nicht bei dir? Nur weil etwas 600 Meter lang ist, musst du es noch nicht 600 Meter lang reinschieben. Mal abgesehen davon. Nur mal so als Tipp. Aber Leute, die eine bestimmte Länge haben, meinen ja immer, sie müssen aufs Ganze gehen. Zügelung nennt sich das Ganze auch. Ich werde mich jetzt aber auch verabschieden. Ich muss echt offline gehen. Es ist schon der 5, ey. Warum? Morgen arbeiten? Ich arbeite jeden Tag. Echt? Ja. Ich mache jeden Tag Let's Plays. Machst du wirklich jeden Tag Let's Plays? Ich hatte jetzt einen Tag als Ausnahme drin, ansonsten ja. Vorgestern habe ich keine hochgeladen, aber gestern, vorgestern und davor jeden Tag. Aber deine Let's Plays laufen nicht so gut, ne? 250.000 Aufrufe im Monat. Ich weiß nicht, ob das schlecht ist. Wie sagen deine denn? Das ist richtig gut. Ich lade ja nichts hoch. Aber ja, auf dem Hauptkanal habe ich 1.000 haben meine so in der Regel. Auf dem Hauptkanal habe ich 650.000 im Monat. Das war Spaß übrigens. Meine haben gar nichts, 1.000. Dieser ganz normale Content mit Kochen und so, der wäre geil. Der wird richtig viral gehen bei dir. Wenn du nochmal kochst. Warum? Kein Bock. Ich meine, du kannst wahrscheinlich nicht kochen. Du kannst nur diesen Eintopf, oder? Hey, kannst ja. Ich habe etwa 12 Jahre lang kochen gelernt. Ja. Kann kochen, ich kann backen und ich habe eigene Rezepte, sowohl für einen geilen Schweinebraten als auch für Muffins und für viele andere Sachen. Kochlord. Ja, gut. Okay, das muss ich schon gesagt, aber ich habe 12 Jahre lang kochen gelernt. Wo hast du es denn gelernt? Von meinen Eltern, von meiner Oma und in der Schule. Und nach der Schule habe ich noch ein Jahr oder zwei Jahre, brauchst du nicht so, ich habe BVB gemacht, da habe ich auch kochen gelernt. BVB? Und ich wollte. BVB? Warte doch mal, was BVB? BVB ist berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme. Das ist etwas für Sonderschüler gewesen zu dem Zeitpunkt, was die nach der Schule konnten, die noch ein Jahr, das war so was Ähnliches wie berufsvorbereitendes Jahr. Ich habe jeden Monat 250 Euro plus die Fahrtkosten gekriegt. Und ich habe, das ist die Wahrheit. Brauchst du nicht drüber lachen? Nein, tu mir doch mal leid. Jetzt gönn mir doch mal. Ich lese so ein paar Kommentare, da müssen ein paar witzige Sachen drunter. Lü. Alleine, dass plötzlich alle wieder Lü schreiben, ist immer so witzig. Und dann machst du selbstständiger Schichtarbeiter, oder was war das? Selbstständiger Schichtarbeiter verstehe ich heute noch nicht, warum die Leute so drüber lachen. Das war damals eine. Warum lachst du darüber? Das ist eine Idee gewesen. Ich habe damals eine Idee lediglich geäußert. Und zwar habe ich ich habe ungefähr 60, 65 Firmen gesehen und das innerhalb von 2 Jahren. Und das wegen dieser scheiß Zeitarbeitsfirma. Und damals habe ich mit so vielen Firmen, in denen ich auch nur ein paar Tage gearbeitet habe, guten Kontakt geknüpft mit ein paar Leuten in der Firma, auch mit Leuten in höheren Positionen. Und die haben mich immer wieder in die Firma geholt, wenn irgendwas am Mann war. Aber die halt immer bloß ein paar Wochen. Und irgendwann habe ich halt einmal in einem Video erwähnt,
dass ich eine Idee habe, dass ich mich selbstständig machen könnte, in die verschiedenen Firmen, in den verschiedenen Schichten arbeiten könnte, je nachdem, wie lange mich oder wie oder wo mich jemand braucht. Nur, dass ich halt diesen Zwischenschritt von der Zeitarbeitsfirma umgehe. Und deswegen habe ich damals gesagt, sowas wie selbstständiger Schichtarbeiter wäre vielleicht ganz interessant. Und darüber lachen die Leute noch heute, wobei ich das nicht verstehen kann, weil die Idee an sich ist eigentlich geil, weil ja. Ich habe im Laufe der Jahre so viele Kontakte, gute Kontakte zu verschiedenen Firmen geknüpft. Und die haben mich immer wieder geholt, wenn irgendwas war. Die haben mich an der Zeitarbeitsfirma angerufen und das Erste, was sie gefragt haben, wenn sie jemanden gebraucht haben, oder einer der Ersten, war ich und ein paar andere. Die haben dann gesagt, wir wollen den Drachenlord. Ich habe mit Süßigkeiten gearbeitet, ich habe mit Spielsachen gearbeitet, ich habe im Versand gearbeitet, ich habe im Lager gearbeitet, ich habe in einem Laden an der Kasse schon mal gestanden. Das ist allerdings schon sehr lange her. Ich habe so viele Jobs schon in meinem Leben gemacht. Und die Leute sagen immer, ich bin arbeitslos. Ich lache nicht über dich. Ich lache über die Kommentare. Hab mich doch gar nicht beschwert. Nicht, dass du nachher dann wieder Karate-Lord dann durchdrehst und mich dann blockst, auch hier. Ja, hast du ja nämlich auf Discord hast du ja, ne? Das ist ja klar. Ich habe dich nicht geblockt. Guck mal, wie der jetzt. Wenn ich dich blocken würde, ja, du sagst es gerade schon, wenn ich dich blocken würde, warum sollte ich dich hier nicht blocken? Warum solltest du mich überhaupt blocken, Amanako? Eben. Ich habe dich nicht geblockt. Ich habe dich einfach aus meiner Friendlist rausgenommen. Warum? Du bist nicht in meiner Friendlist drinnen, aber du bist auch nicht in der Blockliste drinnen. Und wenn ich dich wirklich geblockt hätte. Ach, lieb Eichelkäse schreiben die. Alter. Ja, ja scheiße. Dann müsst ihr euch jemanden suchen, der Eichelkäse produziert. Du wolltest die Gummipuppe holen, Bro. Nein. Und wenn ich dich blocken hätte wollen, und da kannst du jeden fragen, den ich ernsthaft geblockt habe, mit dem ich mal in Kontakt getreten bin, dann wirst du mehr mitkriegen, dass du wirklich geblockt wärst. Da wärst du überall geblockt. Nicht nur auf Discord. Hätte ich dich hier auf Juno geblockt, ich hätte dich überall geblockt in jeder Hinsicht. Ja, ich würde auch nicht zu dir hier in den Stream kommen. Ja, macht ja auch keinen Sinn. Vor allem, weil ich bin ja, man kennt doch mich. Wenn ich dich wirklich geblockt hätte, dann würdest du mir am Arsch vorbeigehen. Wenn du mir am Arsch vorbeigehen würdest, dann würde ich mich nicht hier ewig rechtfertigen dafür. Rainer, machst du mal wieder einen DS? Nein. Aber jetzt, wie lange bist du mit der Puppe zusammen? 2 Jahre. Echt jetzt? Nein. Die habe ich ja damals 6 Monate. Warum lügst du mich an? Ich lüge dich nicht an. Die andere habe ich 3 Jahre. Was war mit 2 Jahren? Wie kommst du auf 2 Jahre? Keine Ahnung. Das Video ist von vorne bis hinten einfach nur Satire. Egal, was ich in diesem Video gesagt habe, das ist ein einziges Satire- und Scherzvideo. Ich habe das gemacht, um die Hater zu verarschen oder um mich selber zu zeigen, dass ich mich über mich selber amüsieren kann, dass ich über mich selber lachen kann und dass es mir am Arsch vorbeigeht. Wie heißt die Puppe? Wilde Lisa. Nein, wie du deine Puppe nennst, deine Freundin. Ich habe keine Freundin, das mit der Puppe war ein Scherz. Und ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum wir uns nicht drüber halten. Oder nicht? Du hast doch diese Puppe gefickt, oder nicht? Nein. Jetzt 5 Uhr, jetzt werden langsam die ersten. Ich habe die nicht gefickt. Wie, du hast die nicht gefickt? Die sagen doch alle, du hast eine Puppe gebumst, Alter. Weil es so ausgesehen hat, das sollte es ja auch. Aber du hast dein drin war er nicht, nein. Kleinen Lust. Drin war er nicht, nein. Ich hab nicht einmal einen Hatten gehabt, also lass gut sein jetzt. Die Gummipuppe ist nicht gekommen. Finde ich auch immer so lustig. Was, dass die Gummipuppe nicht gekommen ist? Nee, dass die Leute immer meinen, ich bin in Bezug auf eine Frau unfähig. Boah, wir reden über eine Gummipuppe, Alter, beruhig dich. Ja, ich weiß, dass das über die Gummipuppe ist. Aber mir fällt bei solchen Aussagen fällt mir halt immer auch das ein, was auf YouTube so steht. Noch nie eine Frau befriedigt. Der wird sowieso nie eine Frau befriedigen können. Der ist sowieso unfähig. Der wird sowieso kommen, bevor er neu steckt. Also Zeug. Wenn ich mir bedenke, was da manchmal Leute, ey, ganz ehrlich, ne? Also bei mir schreien die Weiber normalerweise, wenn es dazu kommt. Also mal so abziehen. Alle machen so halt die Fresse, die haben deinen Penis gesehen. Mir hat irgendein Hurensohn, sorry, dass ich dieses Wort benutze, hat mir ein Bild geschickt mit dir, Amanako, wo du mit so einem Mantel stehst, so offen. Alter. Ja, das ist aber ein Fake-Bild. Mit deiner kleinen Weißwurst, Amanako. Das ist aber ein Fake-Bild. Das ist ein Fake-Bild. So ein Bild. Willst du sagen, deine ist größer, oder was? Nein, ich weiß nicht, ich kenne das Bild nicht. Aber ich habe nie ein Bild mit einem Mantel gemacht. Okay, Bruder, sag mal, was ist nochmal? Die Frauen schreien bei dir, oder was?
Anfang letzten Jahres war meine damalige Freundin bei mir. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Freundin. Aber keine von diesen. Nein, keine Gummipuppen. Das war echte Frau. Und dann waren wir hier zu Gange, hier innen. Und dann waren draußen Hater. Und als wir dann fertig waren, meint sie so, ey, da sind irgendwelche Leute auf der Kamera. Und ich schaue so auf die Kamera, auf den Bildschirm hier, wo die Kamera drauf ist. Und ich so, Mann, bin ich rausgegangen. Und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass irgendwas in die Richtung passiert. Das habe ich auch schon in meinem eigenen Stream mal erzählt. Und ich bin dann rausgegangen und habe gesagt, die sollen sich verpissen und so. Ich habe die Polizei gerufen, bla. Und dann meint der eine, ich soll den Pornoleiser drehen. Da sag ich so, was? Porno? Was für ein Porno? Ja, und hab dann aber nicht weiter drauf eingegangen, weil ich natürlich nicht wollte, dass die merken, dass meine Freundin gerade da ist, weil ich nicht wollte, dass die dann natürlich in Scharen vor meiner Haustür stehen. Aber in dem Zeitraum war die eine Woche bei mir zu dem Zeitpunkt. Boah, und da haben die eine Woche lang gedacht, du guckst. Nein, die haben nicht eine Woche lang gedacht, dass ich den Porno gucke, sondern sie waren eine Woche da und die Idioten waren halt mal kurz da und haben halt sowas erzählt, wie von wegen, ich soll den Porno leiser machen. Also, weil du so. Dabei lief überhaupt kein Porno. Okay, also da lief die. Die ging ab wie eine Rakete. Da haben wir bedenkt, dass es im Winter war und die Fenster und die Türen zu waren. Man prahlt normalerweise mit solchen Sachen. Lord! Eieieiei! Mir persönlich ist egal, ob mir das jemand glaubt oder nicht. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich mit einer Frau zusammen bin, mir alle Mühe gibt, der Frau ihr Vergnügen zu bereiten. Lach da ruhig rüber. Ich versuche der Frau alles Gute zu machen, dass sie zufrieden ist. Also, und ich habe das auch eigentlich ganz gut drauf. Also selbst überschreiten. Viel Erfahrung habe ich nicht, das gebe ich zu, das habe ich auch nie abgestritten. Und bis ich 28 war, war ich auch, für was Frauen angeht, noch eine Jungfrau, was soll's. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Und wenn die Leute darüber immer noch sich in den Arsch ablachen und sich das Maul zerreißen, soll es so sein, ist mir egal. Ich weiß, was Tatsache ist. Und ich bin in keiner Weise in der Situation. Der hört mir ja gar nicht mehr zu. Wie alt ist der? 29 bin ich. Ach, du bist letztes Jahr entjungfert worden. Richtig. Habe ich gerade gesagt. Markus. Das war, keine Ahnung, das dritte Mal oder was, dass ich da war. Zu dem Zeitpunkt. Aber trotzdem. Zusammengekommen sind wir ja Anfang. Bruder, erzählen. Es geht um entjungfert, Mann. Erzähl ich ja. Wir waren dreimal, waren wir Kaffee. Am Ende, sie war ein paar Wochen da. Dreimal. Also sie war dreimal jeweils eine Woche da. Paar Wochen da, dreimal. Ja, sie war dreimal eine Woche da. Was ist jetzt mit dieser Info? Was willst du uns damit sagen? Ich dachte, ich keine Jungfrau mehr bin und dass die Leute immer sich darüber lustig machen und dass ich es lächerlich finde, dass die Leute mir immer meinen, dass sie mich damit irgendwie triggern können. Außerdem, dass es mir scheißegal ist, ob die Leute mir was glauben oder nicht. Das war's mir, es ist mir seit 5 Jahren und die Leute lachen immer noch drüber. Dann konnte er sie nicht mehr bezahlen. Genau, weil ich ja auch die 3,5 erst danach verdient habe. Aber ist recht. War Rainer, der ist Comedian, Mann. Der Mann, der kommt nach hier, um euch einfach zu entertainen. Ja, aber du hast mir doch mal erzählt, du hast viel früher warst du Jungfrau. Und du hast schon mit einem Typen schon richtig heftigen Sex gehabt. Ich sagte ja deswegen auch gerade wortwörtlich, das hast du, glaube ich, mich im Lachen nicht gehört. Ich sagte mit einer Frau. Ach so. Habe ich dazu gesagt. Mit einer Frau war das mit 28. Du hast schon Sujuk Party gehabt vorher, schon Sausage Party. Ich schwöre dir, ich bin davon überzeugt, dass deine Lebensgeschichte irgendwann verfilmt wird. Aus dir werden die einen Film. Ich meine das echt ernst. Und ich schwöre dir noch was. Ich werde in diesem. Glaube ich dir, habe ich nämlich auch schon drüber nachgedacht. Dass du einen Film drehst, ja. Also nee, dass das irgendwann verfilmt wird. Weil das ist eigentlich genau die Story, so. Vielleicht nicht ganz so abgefuckt und so drogenlastig wie Christiane F., aber das ist genauso eine verrückte Story. Ja. Aus dem sein Leben lang verarscht, sein Leben lang gehatet, aus dem Nichts gekommen, im Internet noch mehr gehatet, noch mehr gehasst und trotzdem macht er weiter mit jedem Scheiß. Das ist die perfekte Story für so einen, keine Ahnung, schlechten B-Movie. Hast du das eigentlich mitbekommen? Das ist eigentlich der Grund, warum ich eigentlich reingekommen bin. Hast du es mitgekriegt mit diesem blöden Baxter? Mit was? Es gab auf Juno einige Bugs jetzt, ne? Dass immer wenn ich gestreamt habe, haben die irgendwelche Wix-Videos in meinen Stream reingeballert. Die konnten sich in das Signal einhacken. Erst war es so, dass ich auf YouTube und Juno kannst du ja Splitscreen machen. Das heißt, du machst es das so, dass du hier streamst und gleichzeitig auf YouTube. Zum Glück habe ich zu dem Zeitpunkt auf YouTube mitgeschaut und habe den Chat verfolgt. Und habe dann mitgekriegt und auch durch einen Kumpel mitgekriegt,
dass auf YouTube irgendwelche Pornobilder laufen und Streams mitlaufen. Und habe ich sofort den Stream beendet, habe Juno geschrieben und so weiter und habe mich beschwert und alles. Habe auf YouTube sogar einen Community-Richtlinien-Strike bekommen. Deswegen. Der Rainer streichelt sich die Nudel immer beim Stream. Echt jetzt? Nein. Ich wackel immer mit dem Fuß ein bisschen und dann wackelt halt mein Bauch ein bisschen mit. Und dann meinen es immer, ich wichse, wenn ich die Hand auf dem Tisch oder auf dem Bein habe. Rainer, sitzt du eigentlich im Wohnzimmer oder wo sitzt du da gerade? Ich sitze im Studio. Du bist arbeitslos, hast im Leben noch nie was gearbeitet, sagt ein Student, der in seinem Leben nur von Eltern und Steuern durchgefüttert wurde. Und zu jemandem, der seit er 12, 13, 14 ist, arbeiten geht, weißt du? Leute, ganz kurz, der hat doch bestimmt eine Putzfrau, jetzt hört doch mal auf, labert er keine Scheiße. Das heißt gar nicht Hashtag Free Gummipuppe, sondern Hashtag volle Gummipuppe, oder? Ohne Scheiß. Nein, Alter, das ist Hashtag volle Gummipuppe. 100 Pro. Hast du es jetzt langsam? Aber knallst du jetzt öfter Gummipuppen oder war das jetzt wirklich nur einmal so aus Spaß? Naja, bisher bloß zweimal, wenn er mir drauflegt, knallst du halt, da kann ich nichts dafür. Guck mal, wie der sich freut. Aber jetzt mal, wie machst du es denn mit der Puppe dann? Schau das Video an, dann weißt du es. Ich verrate doch jetzt nicht alles, ey. Die Leute sollen doch das Video schauen. Ich mache ein YouTube-Video darüber, warte ab. Wenn du einen Song singst dann, oder wenn du einen Song verkaufen willst, dann erzählst du doch nicht auch den ganzen Leuten 3 Stunden lang, wie der Text ist. Oder wenn du einen Film gedreht hast, dann erzählst du doch auch nicht die Handlung, weil du willst doch auch, dass die Leute ins Kino gehen und den Film sich kaufen auf DVD und alles. Du lachst. Wenn du dir den runterladen willst, kostet das einen Dollar. Wo? Was? Welchen Film? Alle meine Videos. Ein Gummipuppenfilm? Alle meine P-Videos. Welcher Wichser downloadet sich das denn dann? Welcher Hurensohn? Sorry. Naja, also irgendwie 30 Leute. Wofür? Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Alter, keine Ahnung. Okay, gut, dann nehme ich den Hurensohn zurück. Ihr guckt ja hier zu. Pass auf, Leute, seid ihr behindert oder was? Der ist doch einfach auf dem Ding drauf. Warum ladet ihr das runter? Keiner, ne? Ey, hast du Merchandise? Hast du eigenes Merchandise von dir selbst? Ah, Alter, willst du mich verarschen? Warum kaufen die Leute dein Merchandise? Nur über mein Merch. Warum kaufen die Leute dein Merch? Lachflat-Brille hier, Lachflat-Brille. Ja. Warum kaufen die Leute dein Merch? Johnny. Warum kaufen die Leute denn dein Merch? Es gibt eine einfache Erklärung dafür. Weil der geil ist. Naja, gut, dann gibt es eben 2 Erklärungen dafür. Geil, geile Tasse. Was ist die andere Erklärung dafür? Ja. Kannst du mal Werbung machen für meine Merch-Seite? Ich persönlich finde sie ja nicht so schön. Und Merch wird nicht mit Ö geschrieben, ihr Dussel. Jedenfalls gibt es noch einen anderen Grund. Gibt es noch einen anderen Grund, warum die Leute dein Merch kaufen. Ja, warum? Weil sie dich unterstützen wollen, oder nicht? Es gibt Leute da draußen, die kaufen dein Merch, weil sie dich unterstützen wollen. Das mit den Videos ist nichts anderes. Wenn ich mir Videos von jemandem anschaue, ja, ob es jetzt irgendein Film von Hollywood oder sonst was ist, ich kaufe mir die Sachen immer auch. Warum auch nicht? Ich will ja unterstützen. Vor allem, ich will ja auch, dass da neue Filme kommen. Ich will ja, dass die Leute auch weiter drehen können, dass die Schauspieler bezahlt werden und so weiter. Und dafür kaufe ich mir die Sachen. Auf Kinox.to. Kaufst du die? Nein, ich schau keine Kinox zu. Habe ich irgendwann mal gemacht, als man das noch durfte, ja, gebe ich zu. Aber ich habe mir die Filme irgendwann immer gekauft. Wo denn? Amazon. Ich hab einen Amazon Prime-Account. Einmal Lord, bitte einmal, Herr Lord, nehmen Sie Ihre Bierflasche. Wir haben Ramadan, Bier ist nicht gut. Alle Götter, die existieren, sollten sie existieren, interessieren sich für uns sowieso einen Feuchten. Warum sollten sie auch? Es sind Götter. Aber die kennen dich, meinst du nicht? Nö. Ah, klar, Drachen. Du hast im Garten oder auf der Straße wie viele Ameisen? 10 Millionen? Bloß in einem Nest? Und wie viele davon kennst du mit Namen? Mensch ist nichts anderes als ein Tier, nur dass er glaubt,
Der einzige Unterschied zwischen einem Tier und einem Menschen ist, dass der glaubt, besser zu sein als das Tier. Was ihn meiner Meinung nach schon dümmer macht. Der Unterschied zwischen was? Was ihn meiner Meinung nach schon dümmer macht, sag ich. Meinst du bei Göttern, so Zeus guckt kein YouTube abends? Wo man sich schön nochmal Excel reinpfeifen, so wie der sich auf den Bauch rauft, so. Was los, Mann? Der hat einen kleineren Bauch als du. Ja, ich glaube sogar, sogar, dass der dicker ist als ich, wenn man seine Größe bedenkt. Ich glaube, er ist fetter als du. Also fett. Glaube ich auch. Bei dir ist dein Bauch fest, oder? Steh mal ganz kurz auf. Mach mal so. Reicht dir das? Hau mal so, mach mal so. Ich bin ja nicht der Kasper. Du bist doch nicht der Kasper. Es geht doch darum, wie sich der Bauch bewegt, Alter. Der haut sich ja auch auf den Bauch. Mein ich bin aber nicht er. Nee. Und meine Unterarme sind meiner Meinung nach mehr muskulös als seine. Genauso wie meine Waden. Wo bei mir das Fett hängt, ich hab ganz andere Proportionen als er. Waden, damit wir Beweis haben. Waden einmal bitte. Ich sag dir jetzt die Waden nicht. Außerdem habe ich das schon oft genug gemacht. Habe ich doch schon zweimal in deinem Stream gezeigt. Deine Waden hast du mir gezeigt. Habe ich schon mal im Stream gezeigt, weil das ist, da war ich sogar noch oben. Das war noch oben im Stream. Wieso hast du mir denn deine Waden gezeigt, Alter? Willst du mich weil ich das da damals schon gesagt habe, dass ich anders positioniert bin. Wo bei mir das Fett sitzt, ist der Bauch und der die Oberschenkel und der Arsch. So, die Hüften. Da sitzt bei mir das Fett. An meinen Füßen, an meinen Waden und an meinen Fingern, genauso wie an meinen Unterarmen, ist kein Fett. Thorsten ist ein Fan von dir übrigens. Was war das? Kennst du die Bewegung nicht? Nein, nicht. Sondern, Dankeschön. Das ist Gebärdensprache. Du bist der Knaller. Walle, ich schwöre, du bist ein richtiger Filmman. Du bist ein richtiger Schauspieler. Du bist auch ein richtiger Verarscher. Echt, du bist ein richtiges Arschloch auch. Ehrlich, die Leute lachen über dich, aber gleich, wenn du die Kamera ausmachst, dann machst du so, Alter, du sagst geil. Einfach, ey, ich habe wieder einfach Geld verdient, weil alle Leute morgen drüber reden. Hä, wo verdiene ich denn bitte Geld gerade? Ja, aber die Leute werden wieder reden, dann kommen wieder neue Leute, dann kommen die in einen Stream, dann wollen die wieder Dings. Du bist ein PR-Gott. Du bist ein Promotion-Gott. Halt die Fresse. Ich hab dich raus, Alter. Du fickst alle hier. Soll ich dir was erzählen? Ich schwöre, der fickt euch alle Male. Willst du was wissen? Aber mir persönlich wäre es weit lieber, wenn die Leute mich in Frieden lassen würden. Wie ich schon sagte, ich ziehe die zweite Reihe vor. Und ich stehe nicht darauf, wenn die Leute über mich reden. Mir wäre lieber, wenn die Leute mich in Ruhe lassen würden. Ich würde lieber gerne in die Disco gehen können. Ich würde mich gerne mit meinen Freunden treffen können, ohne dass die Leute mich erkennen und über mich reden. Guck mal, wie ernst der dabei bleibt. Guck mal. Wir haben ihn an seinen Eiern, Alter. Jawohl. Erste Mal, dass wir den Drachen... Ich meine das ernst. Guck mal, jetzt macht er wieder die Rolle. Guck mal, er ist einfach... Findest du es geil, mal jetzt ernsthaft, jetzt hör mal auf zu lachen. Findest du das ernsthaft? Würdest du das geil finden, wenn dich überall, egal wo du bist, wo du läufst, wo du stehst... Hammer, guck mal, wie er hat es. Guck, jetzt lacht er wieder. Guck, wie er hat es. Würdest du das lustig finden, wenn die Leute dich erkennen? Würdest du das lustig finden, wenn die Leute dich erkennen, überall, wo du hingehst, wo du bist, wo du stehst? Stiger Schauspieler. Du kannst nicht kacken gehen, ohne dass die Leute dich erkennen. Alter, du bist das besser. Das ist nicht lustig. Und der einzige Grund, warum ich hier die ganze Zeit so dumm rumkicher und lache, ist, weil du dich so komisch benimmst hier, weil du so rumlachst und alles. Schweiger. Ich finde das nicht lustig. Ich habe mein Leben lang versucht, eigentlich nicht aufzufallen. Mein Leben lang versucht, das zu machen, was ich will, ohne dass ich damit jeden anpisse und sonst was. Und letzten Endes habe ich keine Chance. Gehirnwäsche. Letzten Endes habe ich keine Chance. Gehirnwäsche, Lord. Guck mal, Gehirnwäsche, Lord. Der hört mich nicht, muss trotzdem lachen. Guck mal, der Schweinhund. Gehirnwäsche, Lord. Guck mal. Ich schwöre auf alles. Muss ich echt das Mikro leiser machen, wenn du so laut rumschreist hier? Nenn ihn das Mikro, Kopfhörer meine ich. Ich schwöre, Gehirnwäsche, Lord. Jetzt ernsthaft mal, Johnny, wirklich mal ernsthaft. Mach mal wirklich ernsthaft. Denk mir drüber nach. Wie wäre es denn für dich? Ich schwöre, das. Wenn du wirklich, du kannst das Haus nicht verlassen, weil du Schiss hast, dass irgendwelche Leute dir die Fenster einschmeißen. Du kannst das Haus nicht verlassen, weil du das Problem hast, dass du schon mit Messer, mit Schlagstock und mit anderen Sachen angegriffen wurdest und nur jedes Mal, wenn du rauskommst, befürchten musst, dass du angegriffen wirst.
Ja. Du kannst dich nicht mal mit deinen Freunden, die du seit zig Jahren kennst, unter, was unternehmen, weil deine Freunde, sobald die Leute das merken und die Leute erkennen, sobald die da irgendwas mitkriegen, greifen die deine Freunde an. Greifen deine Familie an. Du hast keine Familie mehr, du hast keine Freunde mehr, du hast nichts mehr, du bist alleine. Wenn er jetzt weint, alles Show. Wenn er jetzt weint, ich will den Oscar von mir. Das ist nicht lustig. Du möchtest nicht an meiner Stelle sein und du brauchst auch gar nicht zu lachen jetzt. Ich finde das nicht lustig. Jetzt, pass auf, genau jetzt lacht er. Genau, ja! Ich schwöre, du bist so ein Wichser, Alter. Ich schwöre, du bist ein Schauspieler. Lü-lü-lü-lord. Ich schwöre, guck mal. Ich, bester Mann. Ich schwöre, ich verbeuge mich vor dir, vor dieser. Guck mal. Der macht das, Alter. Der bringt das. Der weint jetzt. Wenn er weint, ich schwöre, ich bringe dem morgen einen Oscar. Ich setze mich auf mein Fahrrad. Ich fahre mit dem Fahrrad, Bruder. Ich schwöre, guck mal. RP-Gott, ja, Roleplay-Gott. Guck mal. Nein. Er weint. Ich wäre bester Mann. Ich schwöre dir, Rainer Winkler, ich verbeuge mich vor dir, Bruder. Ehrlich, wenn es einen Drachentöter gibt, dann dich. Und wenn es irgendwann, ich schwöre dir, ich sorge dafür, dass du in einem Film mitspielst, 100 Pro. Das werde ich machen. Okay, Bruder, wir haben abgekauft, ist okay, kannst dich wieder aufsetzen. Hey, Kretzert wieder drauf. Rainer, komm, wir haben abgekauft. Ist Qualitätssicherung ist durch, dein Film. Du Wichser. Komm mal. Ich kack ab, Alter. Oh mein Gott, ich kack ab. Ich schwöre, ich kack ab. Alter. Ich werde da doch gerade gelacht und ganz zum Schluss war am Lachen und denke, Scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott, Castaldo, Alter, egal was du sagst, der Typ, ich verbeuge mich vor dem. Hör mal, ich bin totaler Will Smith-Man. Scheiß auf Will Smith, Mann. Der Typ ist besser. Okay, dafür haue ich dich jetzt doch in die Blockliste, weil das geht. Nicht, du nimmst mich nur an. Abo, ey, jetzt macht er den Joker. Ich schwöre, Rainer, ich habe totalsten Respekt vor dir. Das ist kein Joker. Ich habe den totalsten Respekt vor dir. Es war der Hammer. Und jetzt hast du exakt, entfernt habe ich dich schon. Hallo, übertreib deine Lage nicht. Wir wollen die Gummipuppe sehen. Hol die Gummipuppe. Okay, aber schnell. Komm, Kollege, komm. Ich warte jetzt schon seit 3 Stunden. Bist geblockt. Ja, ich bin geblockt. Niemals. Oh mein Gott. Rainer. Der Penner lacht noch nebenbei, Alter. Der war am Lachen die ganze Zeit. Der sagt, jetzt blocke ich dich. Warum denn? Weil du am Lachen bist, du Penner, du. Ich glaube, du spinnst wohl. Ich glaube, ich komme mal nach Emskirchen, Alter. Junge. Jetzt ist er jetzt ganz durchgedreht. Ich sag, du alter Schauspieler, da war der am Lachen. Jetzt hat er sein Lachgeflash hat er gehabt. Jetzt hat er weggedrückt. Jetzt sagt er, block mich. Ich musste grinsen, weil du dich so verhalten hast. Ach so, da musstest du grinsen und jetzt musst du mich blocken oder was? Hol die Gummipuppe, Mann. Jungs, ich gehe jetzt schlafen, kein Bock mehr. Walla, ich bin richtig müde, ich kann nicht mehr. Hey, du schuldest mir mindestens jetzt das zweite Essen dafür, dass du mich so lange wach gehalten hast. Ja, ich habe dir gesagt, nimm es an. Laber jetzt nicht rum, Drache, und geh mir nicht auf die... Geizhals-Lord, Alter, richtiger Geizlord, Alter. Johnny Lafleck, du hast Vollgas gegeben.
Hör mal, ich glaube, ich spinne immer. Essen ist klar, mindestens zwei Stück. Der bezahlt dein Essen mit Amazon-Gutscheinkarten. Guck mal, was ein Lügenlord. Ey, der war am Lachen. Wir haben ja das Video, wo der selber noch lachen musste. Da macht er einen auf, ich muss jetzt weinen, und war noch am Lachen, und dann drückt er mich weg, der Penner. Hatte gute Nacht, schlaf gut, Leute. Den ersten Song wollte ich jetzt einfach mal laufen lassen, um einfach mal kurz das Ganze jetzt Revue passieren zu lassen, nochmal kurz drüber nachzudenken, wie ich mich jetzt am besten ausdrücke. Ich war gerade bei Lachflat im Stream. Normalerweise ja immer ein Grund zur Freude, immer was Lustiges und so. Und ich muss dazu jetzt echt sagen, dass ich von Lachflat hart enttäuscht bin. Er sagt, ich spiele das alles, aber ist auch gar nicht bereit gewesen, mir zuzuhören, und lacht die ganze Zeit und alles. Und das Problem ist bei mir, dass ich immer halt darauf reagiere, wenn jemand lacht. Ich meine, ich finde das nicht lustig, ich meine es auch ernst. Und ich kann auch nicht drüber lachen. Und ich kann dadurch ich kann dabei durchaus ernst bleiben. Nur wenn ich die ganze Zeit jemanden lachen höre im Hintergrund, dann muss ich klar schmunzeln. Es geht vielen Leuten so. Und weil ich Lachflat eigentlich sympathisch finde, steckt mich das dann auch schnell an. Aber ich habe das überhaupt nicht lustig gefunden. Und ich habe alles, was ich gesagt habe, ernst gemeint. Er sagt, dass er nicht jetzt ausmacht, dann so, oh ja, es war geil. Nein. Nein, definitiv nein. Ich mache einfach nur meine Streams, weil ich Bock drauf habe. Ich unterhalte mich mit meinen Zuschauern. Ich durfte mir von Lachflat heute so gut wie die ganze Zeit nur irgendwelche Vorwürfe anhören. Vorwürfe in Bezug auf die BLM. Irgendwelche Aktionen, welche an meinem zusätzlichen Account auf andere Plattformen. Ich habe heute gegen mehr als eine Auflage, die ich mir selbst gestellt habe, gegen mehr als eine Sache, die ich mir selbst vorgenommen habe, verstoßen, weil ich einfach, ja, eben einfach viel zu gelassen war und alles. Und weil ich da einfach nicht groß drüber nachgedacht habe. Aber letzten Endes könnte ich mich gerade schon wieder ohrfeigen und mich fotzen dafür. Ich hasse mich dafür gerade. Und er kommt irgendwie daher und meint, ich würde mir darauf jetzt noch einen runterholen, so ungefähr. Er nimmt mich nicht ernst, so wie viele. Und das ist auch okay, aber es gibt Zeiten, in denen selbst der Lustigste ernst ist. Und der Lustigste noch was ernsthaft meint. Und es war eben gerade einer dieser Momente. Und wenn man dann einen immer nur als Lachfigur und Witzfigur und alles da sieht, es ist jetzt auch der letzte davon. Die anderen sind alle nicht mehr da. Bob TV vielleicht noch, aber der kam später. Es ist kein Alex mehr da. Es ist kein Jan der Blau mehr da. Wobei ich sagen muss, bei Jan der Blau in Hinsicht der Situation, was da passiert ist und ich da mitgekriegt habe, bin ich ganz froh drüber. Es ist kein Alex mehr da. Es ist kein Braui mehr da. Alle sind weg. Und Lachflat war jetzt so der letzte eigentlich noch davon. Beats Candy ist noch da. Aber auch mit ihr habe ich nie groß Kontakt gehabt in der Hinsicht. Ich finde es sehr, sehr schade, was da alles abgeht und so. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass da jetzt nichts in die Richtung passiert, aber ich kann dazu echt beim besten Willen nichts sagen gerade. Ich weiß nicht, ob Lachflat sich wirklich der Illusion hingibt, dass ich das alles geil finde und meine, dass ich mir darauf wirklich einen runterhole, dass ich quasi so gehatet werde, dass ich von so vielen Tausenden von Leuten fertig gemacht werde und angegriffen werde. Ich habe keine Ahnung. Aber er hat anscheinend gerade in seinem Stream auf jeden Fall gerade so rum und alles und von wegen
Da hat er noch gelacht, Ich habe gelacht, weil ich Lachfeld eigentlich sympathisch finde und weil ich eigentlich das ganz cool fand und so weiter. Das Problem bei Lachfeld, das war schon immer das Problem bei Lachfeld, auch schon vor Jahren, auch schon seit ich ihn kenne, war das bei Lachfeld schon das Problem. Wenn ich irgendwas ernst meine und über irgendwas Ernstes mit ihm sprechen möchte, dann kommt er auch wieder mit seinem daher und verarscht mich damit oder tut's halt als Scherz ab oder sonst was in die Richtung. Und das finde ich einfach nicht okay, das finde ich nicht gut. Aber ich habe es halt immer hingenommen, weil es ist halt ein Teil von Lachfeld, so ist was sein Konzept, was seinen Videos und so. Aber was mich am meisten getroffen hat, ist dann, als ich wirklich ernsthaft verletzt war dadurch und das auch und dann auch halt das zu sehen war, lacht er erst recht drüber, lacht sich jetzt. Ich meine das ernst, was ich sage. Ich habe echt gerade keine Ahnung, ob ich Lachfeld wirklich als Hater einordnen soll. Dass er darüber auch noch lacht, das verletzt mich am meisten. Das ist einfach nicht lustig, Mann. Ich meine, Scheiße, wo hast du denn deine Manieren gelernt, Alter? Der ganze Rumgeblödel und so ist ja alles okay, das ist ja super, Mann. Aber es gibt doch irgendwo eine Grenze. Und man kann doch diese Grenze nicht überschreiten. Ich habe ihn jetzt jedenfalls geblockt und es bleibt auch so. Ich möchte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Ich finde es echt schade. Weil es war eigentlich der einzige letzte Typ auf Juno, mit dem ich Kontakt hatte, mit dem ich mich gut verstanden habe. Und das seit Anfang an der Fall ist. Es ist. Ich kann es nur damit vergleichen, wie ich mich gefühlt habe, als ich damals mit YouTube angefangen habe. Es gab diese coolen YouTuber, diese großen Typen, die ich saugeil fand, die Videos cool fand. Und dann habe ich ein paar von denen kennengelernt, habe auch mich mit ein paar von denen unterhalten. Und habe festgestellt, was das für Arschlöcher sind. Nicht alle, aber ein paar halt. Und in den letzten Wochen, ich weiß nicht, ob er das macht, weil er wegen den Hatern, weil er versucht, den Hate ein bisschen loszuwerden, falls er Hate von mir hat oder wegen den Hatern von mir oder so. Oder dass er halt einfach für die Hater anders dasteht und dadurch seine Ruhe hat. Ich könnte das sogar nachvollziehen. Das könnte ich verstehen, ehrlich. Und ich habe auch nicht darum gebeten, meine Familie, meine Freunde und mein Leben zu verlieren. Das, was ich mache, das, was ich mein Leben lang jetzt durchmache, seit 5, 6 Jahren, ich habe zuschauen können, wie ich immer mehr verliere von dem, was ich liebe. Und ich konnte nichts dagegen tun, außer ich hätte aufgehört mit YouTube. Und das war für mich nie eine Option, weil für mich so eine Aufgabe gegen Hate, gegen Hass, gegen so eine Abneigung von Leuten, das wäre für mich gleichbedeutend mit dem Tod gewesen. Und das ist es bis heute. Ich kann das nicht beschreiben. Für mich ist es einfach, ich kann nicht gegen. Ich habe im Lauf der letzten 5 Jahre nicht nur Menschen kennengelernt, die mich verarscht haben, sondern ich habe auch mit angesehen, wie immer mehr meiner Freunde gesagt haben, du, das mit dem Hate, das ist mir zu schlimm, das ist zu krass, ich kann das nicht mitmachen, weil wenn mich da jemand erkennt oder so, oder wenn die was von mir leaken oder mich leaken oder so, verliere ich meinen Job und alles und habe da Probleme. Und ich verstehe das, das verstehe ich wirklich. Aber das ändert nichts daran, dass ich trotzdem dann immer weniger Freunde hatte mit der Zeit. Und der Grund, weil viele meinen immer so, ja, hast du deine Adresse nicht preisgegeben, aber der Grund, warum ich meine Adresse damals preisgegeben habe, das war eine dämliche Idee und es war dumm wie sonst was, aber der Grund dafür war damals, dass ich versuchen wollte, meine Schwester zu beschützen, hinter der Nazis her waren, die sie vergewaltigen wollten und was weiß ich alles, die Anrufe gekriegt hat und was weiß ich alles, die Leute, die ich eigentlich beschützen wollte, haben mich nach und nach im Stich gelassen, solange bis ich irgendwann alleine da stand. Ich werde immer alles dafür tun, dass ich weitermache. Einfach nur, um nie zu vergessen, was ich durchmachen musste und was passiert ist. Wenn ich die Hater gewinnen lassen würde, wäre alles umsonst gewesen. Ich hätte alles umsonst verloren. Viele fragen mich, warum ich meine Stärke habe, warum ich diese Stärke habe. Das ist der Grund. Auch wenn der Grund mittlerweile eigentlich hinfällig ist, weil die Leute, die ich beschützen wollte, mich verraten haben oder verlassen, war es zu dem damaligen Zeitpunkt aus meiner Sicht richtig. Und das ist es bis heute. Der Grund, warum ich das Ganze eigentlich mache, ist aus Liebe. Liebe gegen den Hass.
Damals dachte ich, das ist eine schöne Vorstellung. Ich würde wieder so handeln. Selbst wenn ich wüsste, was es mich kostet. Ich kann keine Menschen gewinnen lassen, die sich so verhalten. Das war es eigentlich auch schon, was ich zu sagen hatte. Ich werde jetzt erstmal schlafen gehen und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein, ich hoffe, ihr habt einen besseren Start in den Tag als ich. Gute Nacht.